Die Eisbären Berlin unterliegen die Krefeld-Pinguine knapp mit 3:4 nach Verlängerung. Nämlich steht der Kapitän André Ranko. Ranks, es war ein sehr, sehr hart umkämpftes Spiel heute. Gewisserweise würde ich sagen, das war durchaus Playoff-Charakter, was diesen Spiel hatten. Immerhin war dritten gegen im vierten. Woran lag es, dass wir diese Führung nicht behaupten konnten? Ja, wir haben erste Drittel haben wir super angefangen, also super gespielt, das ganze Spiel dominiert. Und im zweiten war ein kleiner Bruch drin, sage ich jetzt mal so. Wir haben recht früh das Tor kassiert, uns ein bisschen unsicher gemacht. Dann hatten wir 5 Minuten Überzahl, die wir leider nicht nutzen konnten, 5-3 auch noch. Und das frustriert ein bisschen. Und da sind wir ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Fand ich, waren im dritten Drittel auch wieder besser, bis zu viele Strafzeiten genommen, zu undiszipliniert. Und dann schießen sie halt das Tor. Sie haben super zurückgekämpft, also super Charakter an die Mannschaft. Aber alles im All muss man sagen, die Tore, die wir heute hergeschenkt haben, alle vier waren leichtsinnige Fehler. Und daran müssen wir arbeiten. Lass uns über dieser, der kontroverse Punkt, sage ich mal, in der zweiten Drittel, der Fahr von Akdag an Tyson Mullock, der für diese 5 Minuten überhaupt geführt hat. Man redet immer über, man sollte die Spieler schützen. Deine Meinung nach dazu? Ja, es ist sehr, sehr unglücklich. Also ich glaube, es war definitiv nicht mit Absicht. Tyson will die Scheibe oder chippt die Scheibe an ihm vorbei, will auf der anderen Seite rum. Und er hat wahrscheinlich eine kleine Reaktion, sein Knie rausgehalten und trifft Tyson voll am Knie. Also ich glaube nicht, dass es mit Absicht war. Und unglückliche Situation, die leider passiert ist. Ja. Okay, dann lass uns etwas Positives daraus ziehen. Wir haben immer gute Mannschaften können verlieren, aber die kriegen auch einen Punkt dabei. Wir sind punktgleich mit Krefeld, aber es ist immer noch verdammt eng in dieser obere Drittel des Tabellen. Wir haben noch ein Spiel weniger als der meisten Konkurrenten in diesem Platz, aber was müssen wir jetzt machen für diese verbleibenden Spiele? Ja, wir müssen an den sogenannten Kleinigkeiten arbeiten. Also heute haben uns ja leichtsinnige Fehler das Spiel gekostet, die müssen wir abstellen. Die müssen wir einfach demnächst besser machen und wir haben jetzt demnächst 3 Heimspiele und die Heimspiele werden uns gut tun und wie gesagt, ich hoffe, dass wir die 3 Spiele gewinnen. Und das hoffen wir auch. Dankeschön, André Ranko. Thanks very much.